neben seiner Lehre Reden von Politikern auseinanderzunehmen und die zu analysieren nach hochwissenschaftlichen Kriterien. Und da gucken wir jetzt mal rein. Zwei sprechen im Konjunktiv Irreales. Irreales, etwas, was nicht real ist, was nur vorgestellt ist. Und das ist ja häufig bei Politikern so, dass man so ein bisschen an der Realität vorbei schraubt. Wir beginnen mit dem Passiv, und zwar mit einem besonderen Passiv, das bisher in der Linguistik keinen richtigen Namen hatte. Ich habe mir mal einen Namen ausgedacht, ich nenne das das Gutenberg-Passiv. Ich hoffe, dass sich der Begriff etabliert und demnächst in der Wikipedia zu finden ist. So, das ist der gute Mann hier mit ganz verschlagenen Blick. Und wir hören uns mal an, was er uns zu sagen hat. Und wie gesagt, geht ums Passiv. Bitte achtet auf das Passiv. Für diese Stellungnahme bedurfte es keine Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Und ich werde selbstverständlich aktiv mithelfen, festzustellen, inwiefern darin ein wissenschaftliches, ich betone, ein wissenschaftliches Fehlverhalten liegen könnte. Ja, eigentlich schon alles gesagt. Alles passiv und am Ende wird er aktiv mithelfen. Ja, also hier ist nochmal der Text. Und da sehen wir gleich am Anfang eine Konstruktion, die passivisch ist, nämlich meine von mir verfasste Dissertation. Diese Person ist verfasst worden, ist praktisch passiv. Die Konstruktion fällt natürlich auf, denn die ist ungewöhnlich. Man sagt normalerweise meine Dissertation. Setzt doch nicht voraus, ob man die Dissertation selbst geschrieben hat. Oder man sagt die von mir verfasste Dissertation. Was haben wir hier? Ihr wisst, ein Handy an die Heu. Meine von mir verfasste Dissertation. Wenn man das doppelt sagen muss, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, dann befinden wir uns im Nebel. Ja, es geht aber weiter. Hier steht, sie ist die mühevollste Kleinarbeit entstanden. Ich sage jetzt nichts über mühevollste Kleinarbeit. Das spricht für sich selbst, Hyperbel hatten wir schon mal. Aber sie ist entstanden. Das ist jetzt kein Passiv, aber es ist auch eine unpersönliche Konstruktion. Sie ist entstanden. Es ist ein sogenanntes resultatives Verb, da kommen wir dann später noch drauf. Also auch nicht, also sie ist irgendwie von selbst entstanden. Oh, sie ist entstanden. Ja. Ich kann diesen Talk sehr empfehlen. Der gute Mann war im vorhergehenden Jahr auch schon da und hat die zu der Zeit interessanten Reden auseinandergenommen. Sehr schön für einen Abend, wenn man nichts zu tun hat. Kann ich sehr empfehlen. Ist auch immer sehr gut besucht. Schwer reinzukommen in den Raum dann. Ja, was haben wir denn noch? Genau, den Nerds Pissing Contest. Da war es ziemlich schwierig, was rauszusuchen, weil ich den nicht gesehen habe, weil ich da auf einer anderen Veranstaltung war. Da ging es im Groben darum, wer hat den längsten? Und zwar der Editor Vim oder was auch immer noch so existiert. Und die haben Aufgaben gestellt bekommen, Texte zu editieren, umzuformatieren mit möglichst cleveren Handgriffen und haben sich da sozusagen gemessen auf der Bühne. Also ja, der klassische Kräftevergleich eines Informatikers.
wir haben in Wien jetzt möglicherweise auch so eine Blockauswahlfunktion. Und machst du einfach mal. Ja, fertig. So, dann zeig mal bitte. Also es ist natürlich wirklich elegant, weil wir Zeit zum Denken hatten. Also Line Selection O einfach mit Groß V und dann Regex, den haben wir jetzt vorgeschrieben in Regex, aber es ist auch nicht so schwer. Jetzt haben wir das ja ausgewählt, gehen wir mal 1 nach oben, D kommt das Ganze in den Buffer, G ist nochmal ganz unten, P ist der Buffer wieder da. Okay, das G jetzt gerade nennen, das Block ausschneiden, aber. Also das war jetzt gesamte Zeit ausschneiden, sehr schön. Und jetzt nochmal zu der anderen Frage, wie wir den Block daraus ausschneiden sollen. Also ein viereckig von Zeile 3. Genau. Ja, genau das. Steuerung V. Genau. Ja. Und jetzt? Ja. So, okay. Das okay. Alles klar. Geben wir den Sentim noch die Möglichkeit. So geht das die ganze Zeit. Kann man sich angucken. Kann man sicherlich auch was bei lernen. Also das war ein bisschen unkoordiniert alles, so wie ich da mal reingeguckt habe. Aber sicherlich kann man da was bei lernen, wenn man mit diesem Programm arbeitet. Ja, das hier kenne ich auch schon eine Weile, deshalb war ich nämlich gar nicht bei der Veranstaltung. Wer das nicht kennt, das gehört so in den Bereich Open Data und da ist der Stefan Wehmeier zu sehen und stellt unter anderem das Portal fragdenstaat.de vor, bei dem man als Bürger die Behörden schriftlich was fragen kann mit den richtigen Kriterien, mit den richtigen Verweisen auf Gesetze und so weiter. Da hat er so eine Seite gebaut. Ziemlich cooles Projekt und ja, erzählt wir müssen. Erklären, was fragt den Staat ist und warum das gut ist. So, hier noch ein paar mehr Angaben, also hier so ein paar irgendwie, was sind die Themen, was wurde am meisten gefragt, das haben mich immer Journalisten. Also hier ist noch so eine Aufschlüsselung, irgendwie Inneres, am meisten dann ein bisschen Arbeit, Soziales, Finanzen. Aber man muss natürlich genau reinschauen, eigentlich, was das für Anfragen sind. Also zum Beispiel gibt es die ganze Anfrageblöcke von irgendwelchen Aktivisten, die irgendwie zu Leimborreliose was fragen oder zur Müggelsee-Route oder zum Stuttgart 21. Und das sind immer größere Blöcke. Und das kann man auch in den Top 10 Behörden ein bisschen sehen. Also zum Beispiel Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, das ist ein Großteil, was die Müggelsee-Route angeht. Und Bundesministerium für Gesundheit ist, glaube ich, größer als Leimborreliose. Aber fühlt euch auch berufen, da selber eine Kampagne drauf zu starten. Man kann da relativ einfach Bundesbehörden anfragen. Noch sind es leider nur Bundesbehörden. Wir versuchen da jetzt auch noch die Landesinformationsfreiheitsgesetze reinzubringen. Und wie helfen wir euch dabei? Wir geben euch ein ganz nettes Anfrageformular. Und der enthält halt diesen großen juristischen Hammer, wo wir einfach nach allen Informationsfreiheitsgesetzen, die es so gibt, auf Bundesebene gleichzeitig anfragen. Ja, das macht das ein bisschen schwieriger für die Behörden, die haben es ein bisschen schwer schon. Aber weil sie müssen dann gleichzeitig drei Gesetze prüfen, ob da der Informationsanspruch gegeben ist. Aber warum auch nicht? Ja, ich meine, so hat der Bürger am meisten Angriffskraft und Kraft, dass sich nicht einigermaßen. Also das einfach das Formular ausfüllen und schon ist die Anfrage gestellt und man kriegt dann immer eine E-Mail, ob eine Antwort gekommen ist. Meistens kommt die Antwort noch per Post, leider dann muss man das einscannen hochladen. Aber ich hoffe, das ändert sich auch in Zukunft. Jetzt. Ja, die Seite ist online, kann man ausprobieren, kann man auch gerne fragen, was Frau Merkel und Co. so machen. Und ja, wie er halt erklärt, da gibt es eine gesetzliche Grundlage für. Und die versuchen das halt ein bisschen besser zu machen in Deutschland mittlerweile. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Da den überspringe ich, den habe ich nicht vorbereitet. Smart Meter, nächstes Thema. Da geht es um Stromlesegeräte, die mittlerweile ziemlich viel verbaut werden. Und das Attribut Smart dabei ist, dass die halt irgendeine Form Netzwerkanschluss haben und ausgelesen werden können. Und da kommt halt kein Mensch mehr vorbei und liest die Werte ab von der jeweiligen Zähleruhr. Und das ist natürlich ein super Thema, um das zu hacken.
Jetzt aktuell in Berlin gibt es eine geplante größere Aktion. Da wollen wir einen Test machen mit 50.000 Geräten. Da wird auch keiner gefragt, die werden halt standardmäßig verbaut. Und ja, die haben halt mal da rumgehackt. And I started to make such a trying and it was not high enough, so at the second time, later you see it was from 2 o'clock to 2:30 I magnificently tried it. And you see it works. Was pretty funny for me. And when you see it, I got the smart meter. So I got the smart meter on June 9th. On 10th, they sent me the password. And this is 2 o'clock p.m. At the third day, I just had vacated it. So it was not a problem for a Windows user. It was not a problem for anyone. Ich habe bei dem Talk nicht so eine gute Zusammenfassung gefunden, die jetzt in einer Minute erklärt, was er gemacht hat. Also es gab verschiedene Schwachstellen, die er gecheckt hat mit seinem Kumpel und die waren alle nicht erfüllt, also alle brechbar. Und was halt an der ganzen Sache interessant ist, dass man anhand dieser Stromdaten, die auf den Geräten ja ausgelesen werden oder gespeichert werden, auch profilieren kann. Das heißt, anhand, da gibt es eine Studie mittlerweile drüber, anhand dieser Stromkurven, die gemessen werden, kann der Betreiber sagen, was du im Fernsehen geguckt hast, weil zum Beispiel eine Fernsehsendung ein ganz bestimmtes Profil hat, dadurch, dass die Helligkeitswerte von den Bildern wechseln. Die können aber auch sagen, was für einen Kühlschrank du hast, weil der eine Signatur hat. Die haben halt bestimmten Verbrauch und die schalten sich zu bestimmten Zeiten an. Und das ist halt krass, wenn diese Geräte hackbar sind und dann, das ist halt schlimm genug, dass die Betreiber die Daten haben, aber das ist halt so ein ganz neues Thema, dadurch, dass das digitalisiert wird. Achso, wir wissen, die baust du bei dir daheim ein in deinen Stromzähler und dann können. Die Stromzähler werden verbaut von Wohnungsgenossenschaften, einfach weil die sich die Arbeit leichter machen wollen und die fahren dann mit einem Wagen vorbei oder die haben einen Internetanschluss und das wird da halt ausgelesen. Ohne das ist es für eine Wohnung ein Zähler. Also. Ja. Okay. Ja, und dann können die halt. Oldschool-Zähler nur so. Und dann wissen die halt, dass du um 20 Uhr den an den Film geguckt hast oder so. Und da kann man jetzt halt rumspinnen. Der Talk hier hat halt jetzt ein Beispiel, einen Hersteller behandelt. Am Ende des Talks stand ein Mann auf, meldete sich zu Wort und sagte, er ist der Geschäftsführer dieser Firma. Und das war dann auch noch sehr spannend. Der hat sich dazu erkennen gegeben. Wurde dann ausgebuht, oder? Nee, der wurde nicht ausgebuht. Das ist ja eine faire Veranstaltung. Das war auch ziemlich mutig eigentlich von dem, sich da zu zeigen. Also diese Dinge haben nämlich nur Nachteile. Also der Vorteil für den Kunden besteht darin, dass man theoretisch zum Beispiel eine Waschmaschine, mich interessiert es jetzt nicht wenig, wann die läuft, solange es in einem vernünftigen Zeitrahmen läuft, und zum Schluss, wenn ich nach Hause komme, meine Wäsche gewaschen sind. Durch diese Smart Meter wird es möglich, dass auf Schwankungen bei den Strompreisen, beispielsweise jetzt ist gerade viel, deswegen sind die Strompreise im Keller und so weiter, reagiert werden kann und dann schmeiße ich die Waschmaschine an, wann halt die Strompreise umgesetzt sind. Der Vorteil, das ist sehr interessant, aber eigentlich. Der Vorteil für die Anbieter ist halt auch die, die machen das eigentlich aus Nächstenliebe. Also die können dadurch, dass sie Leute profilieren, können sie natürlich auch Strom anders einkaufen, weil die wissen, wann ungefähr jeder, was für einen Rhythmus man hat, wann man arbeiten ist. Und ich als User könnte dann halt, also ich habe eine spezielle Waschmaschine, die auf diesen Smart Meter die Informationen davon zugreifen kann. Das ist die Zukunft dann vielleicht. Das ist die Idee dahinter, momentan noch nicht, aber also ich glaube, es gibt schon in Süddeutschland, Westdeutschland, gibt es glaube ich schon einzelne Dörfer, die komplett mit sowas ausgestattet sind. Ich habe jetzt nur noch von so Häusern gehört, diese so Modellhäuser, wo das dann alles so eingeht. Genau, aber es gibt auch schon Modelldörfer. Also es ist halt ein großes Thema und eine Universität hat eine Forschungsarbeit darüber gemacht, wo die nachweisen konnten, dass sie
zum Beispiel sagen können, was du im Fernsehen guckst. Mhm. Ja. Und sind die Daten auch manipulierbar, dann kannst du die auch löschen? Die haben da die Daten dann manipuliert in dem Falle und haben dann mit diesen Stromkurven Buchstaben geschrieben. Da stand dann, you've been hacked. Und klar, da kann man natürlich totalen Quatsch mitmachen. Aber man kann ja auch ganz andere Sachen mitmachen. Ja, das bietet der Talk. Ja, zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung. Das Hacker Jeopardy, was immer auf dem Kongress stattfindet, war natürlich dieses Jahr auch wieder dabei. Da habe ich mir einfach mal einen Ausschnitt rausgegriffen. Ja, kennt einer das nicht? Ich habe es nie angeschaut. Also Jeopardy funktioniert ja so, dass man eine Frage stellen muss, wenn da ein Begriff eingeblendet wird. Und beim Hacker Jeopardy gibt es halt Begriffe aus der Welt der Informatik. Da steht dann zum Beispiel der Capture, also das ist ein Bild von dem Capture-Code von irgendeiner Webseite und du musst sagen, von welcher Webseite der Capture-Code ist. Oder da ist irgendein Schaltkreis von irgendeinem x86-Prozessor und irgendeiner im Publikum weiß dann, wie der heißt. Also so Themen, die einen